Jo, meine kleinen Fahrer, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich spiele gerade wieder an der Map von unserem coolen Projekt Bauhof Weber. Nur ein Problem gibt es dort, und zwar, kennt ihr das ja aus einigen Videos, die Fahrzeuge sind schon sehr detailliert dargestellt, nur da geht natürlich noch mehr. Wir wollen das Spiel endlich mal so spielen, wie es der Hersteller für uns auch vorgesehen hat. Dazu fehlt natürlich der PC. Was machen wir denn da? Also, ich war einfach mal so dreist und habe mich bei Gigabyte selbst eingeladen, weil ich das mal lernen wollte, wie man eigene PCs zusammenbaut. Weil da bin ich noch Jungfrau drin, das ist wirklich der einzige Bereich, wo ich noch Jungfrau bin. Und ja, jetzt bin ich hier und pack mal's. Joho, das sind meine Komponenten. Eine Gigabyte 1060, eine CPU, ein bisschen RAM, eine SSD. Dann haben wir hier noch einen Standardlüfter, den wir aber nur für den Test quasi brauchen. Dann haben wir hier ein Mainboard, was so viele coole verschiedene Farben hat. Das Z370 Aris Gaming 7 von Gigabyte. Das kommt am 5.10. raus und ich bin der erste YouTuber in Deutschland, der das exklusiv in seinen ersten eigenen PC verbauen darf. Dann haben wir hier natürlich ein Gehäuse und noch ein paar LEDs, um auch im Dunkeln den PC sehen zu können. So, dann fangen wir mal an. Jo Freunde, was ist grün und nicht mein Laptop? Mein neuer Gigabyte Aorus PC. Und zwar seht ihr das schöne Teil hier, es leuchtet sogar. Und damit würde ich sagen, er ist funktionsfähig. Wir haben nur ein Problem, Freunde, und zwar ist grün ja überhaupt nicht meine Lieblingsfarbe, aber das können wir natürlich auch umändern. Dafür gibt es bei dem Z370 Aorus Gaming 7 von Gigabyte eine schöne Funktion, und zwar ein tolles Programm namens RGB Fusion. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz, wie wir dann mal eben meine Lieblingsfarbe umändern können. So, wir öffnen das jetzt einfach mal an meinem kleinen Bildschirm. So, RGB Fusion. Wir haben jetzt ganz viele Funktionen hier, aber wir machen jetzt einfach mal meine Lieblingsfarbe. Wie ihr alle wisst, ist das Rot. Aber wie ihr wisst, ist das ja auch nicht meine Farbe. Das ist ja nur für die romantische Atmosphäre. Meine Lieblingsfarbe ist ja Pink. Das seht ihr auch manchmal in meinen Livestreams. Und die ändern wir jetzt einfach mal auf Pink. Hier seht ihr es. Und wir machen das jetzt einfach mal von der Helligkeitsstufe her. So hell, dass euer Bildschirm so richtig explodiert. Für die Spezialisten unter euch, die nicht nur eine Farbe mögen, sondern wie ich mehrere Farben mögen, gibt es eine individuelle Einstellungsmöglichkeit unter Advanced. Und dort könnt ihr dann quasi diese Disco-Kugel hier auswählen. Für die Party am Freitagabend ist es hier perfekt. Ihr geht einfach hier, sagen wir, Double Flash-Modus, könnt dann hier noch eine übende Farbe anpassen. Machen wir einfach mal, was haben wir denn noch nicht? Gelb. Speed machen wir dann auch mal ein bisschen schneller. Und die Helligkeit, dann seht ihr das. Drückt einfach auf Save und fertig ist eure Party für Freitagabend. Wie ihr wisst, hatte ich noch nie einen Computer und hatte bislang immer nur Notebooks. Das Problem dabei war immer die Lüfterlautstärke, und jetzt wurde mir beigebracht, dass man auch einen leisen PC haben kann und nicht so ein schreiendes Nilpferd. Rauschen AD. Selbst der Rechner ist leise und das geht durch SmartFan 5. Was ich euch einmal zeige von Gigabyte, ist das auch wieder. Wir öffnen das einfach mal und dann habt ihr hier verschiedene, wir haben vier Einstellungsmöglichkeiten in diesem Programm. Einmal Quiet, wie ihr hört, hört ihr nichts. Dann gibt es Standard, dann gibt es Performance und unsere Flugturbine. Die ist insbesondere gut, wenn ihr zum Beispiel im Sommer in der Sauna am Zocken seid und dann eurem PC quasi was Gutes tun möchtet, dann wählt den Flugturbinenmodus, also Full Speed. Für die Spezialisten unter euch gibt es wieder auch hier eine schöne Funktion, und zwar könnt ihr hier, wenn ihr mehrere Lüfter zum Beispiel habt, die individuelle Temperatur eures Lüfters auswählen. Und was auch sehr cool ist, im Quiet-Modus könnt ihr zum Beispiel auch so einen Autolüfter-Stopp machen. Das bedeutet, die Lüfter fahren komplett runter und es ist wirklich Ruhe. Wie gerade, hört ihr das? Der PC ist jetzt fertig konfiguriert und wir machen jetzt das einzigst Wahre, was man mit so einem PC auch machen kann, nämlich zocken. Wir haben eine riesen Spielebibliothek installiert, aber es kann nur ein Spiel geben und das wird eine sehr schwere Entscheidung. Wir gucken einfach mal, welches Spiel wir nehmen. Ich würde sagen, das hier. So, wir haben den Real Life Farming Simulator wieder installiert, so wie damals. Ihr kennt ja die Grafikeinstellungen. Und heute spielen wir es einfach mal in 4K auf unserem kleinen Monitor hier. Und ich würde sagen, wir starten einfach die Karriere hier. Gucken uns einen Spielstand aus und starten diesen dann auch direkt. So Freunde, das ist mein dickes Ding und das seht ihr jetzt auch. Und damit fahren wir jetzt gleich mal übers Feld mit einem ebenfalls dicken Ding. Wir befinden uns jetzt im Spiel und
Seid mal ehrlich, Freunde, schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ihr derselben Meinung seid, ob das vielleicht sogar ein echtes Bild sein könnte, abgesehen von der Landwirtschaftssimulator-Anzeige da oben. Weil ich finde, die Farben, die stechen sowas von detailliert empor und auch hier die ganzen Stoppeln, die Bäume, das sieht alles mittlerweile so realistisch aus. Bildet eure eigene Meinung und schreibt sie unten in die Kommentare. Ich bin echt, echt angetan von der Grafik, muss ich sagen. Da freue ich mich auf jeden Fall aufs Projekt und dann werden wir jetzt einmal kurz rückwärts fahren, unseren Grubber anschließen, beziehungsweise ankuppeln und dann fahren wir einmal übers Feld und achtet mal bitte genauestens auf die Partikel, weil das zeigt wirklich, wie detailliert das ist. Und ich muss sagen, dadurch habe ich jetzt schon wieder Lust dran, mehr Landwirtschaftssimulator zu spielen. Wichtig war es mir heute, drei Dinge zu bekommen. Einmal ein geiles Ambiente, dann endlich mal den Ton vom Landwirtschaftssimulator zu hören und eine geile Grafik. Mein abschließendes Fazit zu dem Tag heute. Erstmal, ich wurde bekehrt. Ich brauche tatsächlich ein Gaming-PC, weil am Laptop kann man zwar schön und gut und auch sehr flexibel zocken, aber wahres Zocken gibt es halt nur im Gaming-Zimmer daheim. Und ich möchte auch noch ein paar Worte an Gigabyte richten und zwar vielen Dank, dass ich mich zu euch selbst einladen durfte und auch vielen Dank an die Deutsche Bahn, dass ihr mich mit über 30 Minuten Verspätung nach Hamburg gebracht habt. Vielen Dank, immer wieder gerne. Ich hoffe, ihr bringt mich auch mit 30 Minuten Verspätung zurück. Zum Abschluss wollte ich euch noch gesagt haben, ich kann euch das Z370 Ares Gaming 7 Mainboard von Gigabyte echt ans Herz legen. Ich werde es mir auch in meinen PC verbauen, weil ihr habt dort den RGB Fusion. Und nicht zu vergessen, hört ihr das? Ich höre es auch nicht. Das Smart Fan 5, damit ihr euren Lüfter nicht mehr hört. Deswegen, das waren meine abschließenden Worte und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr einfach mal den Link in der Videobeschreibung anklickt. Dort kriegt ihr noch weitere Informationen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut. Ich gehe jetzt erstmal zur Deutschen Bahn. Bis dahin. Tschüss, tschüss und fahrt zurück.